Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge von Krass Klassenfahrt. Leute, wir sind am Start und wir tanzen mal wieder. Leute, die letzte Folge war wieder sehr schlecht für mein Gewissen, für mein persönliches Gewissen. Vielleicht nicht für euer Gewissen, aber für mein persönliches Gewissen war die letzte Folge nicht gut. Am Ende ist wieder alles aus dem Ruder gelaufen, als es hat damit geendet, dass Jürgen und Fernando sich geküsst haben. Auf Jürgens Interesse hin, ja. Aber Fernando hat es zugelassen. Und das ist das, was mich am meisten abfuckt. Das ist das, was mich aufregt. Wir schauen uns rein. Folge 16. Ein Schüler muss gehen. Wer muss gehen? Wer muss gehen, Leute? Wer muss gehen? Wer muss gehen? Ich weiß es nicht. Ein Schüler muss gehen. Wer muss denn gehen? Fernando? Vielleicht muss Fernando gehen. Nee, wer könnte gehen müssen? Wer muss denn gehen? Warum? Ich weiß es nicht, Leute. Kenneth, weil er zu seinen Eltern geht? Nee, das ist... Ey, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wir schauen rein. Ich hoffe, dass sich alles klärt und dass alles gut wird im Leben. Ich sorge mich um meine kleinen Trauben. Ich sorge mich auch um meine Trauben. Los geht's. Unterstützt durch Rhino Shield. Rhino Shield ist das Einzige, was noch die Gruppe zusammenhält. Hat gesagt, dass du adoptiert bist. Der arme Kenneth. Ich will meinen Followern auch wirklich was vermitteln. Also, meine echten Eltern herausfinden? Über einen Computer? Oh nein, das will ich nicht nochmal sehen, Alter. Ich schäme mich. Ich schäme mich doch, Leute. Ich schäme mich. Willkommen, Leute. Oh. Jürgen, trotzdem, ich muss sagen, Jürgen war Lieblingscharakter. Jetzt mag ich ihn nicht so doll gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh nein, nein, was passiert jetzt, Leute? Wieso hast du nie was gesagt? Weil ich einfach nicht kann. Ja, warum denn nicht? Weil meine Familie nicht so einfach gestrickt ist. Das ist aber doch keine Familie. Aber ich meine, du hättest doch einfach irgendein Wort sagen können. Ja, aber Fernando müsste eigentlich echt ein bisschen angepisst sein, weil er hat einen Freund. Und ey, stell euch mal vor, ein anderer Typ küsst eure Freundin, Digga. Ja, man muss auch ein bisschen sauer sein. Für mich ist es nicht leicht. Ich komme aus einer konservativen Familie. Ist nicht so wie bei den anderen Familien. Na, was soll ich denn jetzt sagen? Wir haben uns geküsst. Was soll ich denn machen? Du darfst es keinem erzählen. Ihr müsst es erzählen. Ja, aber ist doch so. Man muss ehrlich sein. Man muss ehrlich sein. Bro, man muss ehrlich sein. Man muss ehrlich sein. Man muss ehrlich sein. Wenn das rauskommt, dann ist die Beziehung zwischen mir und Drexler vorbei. Ja, er nennt ihn sogar noch Drexler. Er nennt ihn Drexler sogar noch. Fernando, das ist keine echte Liebe. Ich spüre das doch. Pff, ich spüre das. Ich meine, ich liebe Pimli. Ich verstehe. Ich liebe ihn. Sicher? Ich weiß es nicht. Dann würdest du es ihm sagen. Dann würdest du es ihm sagen. Du darfst es aber auch keinem erzählen. Na, warum sollte ich? Keine Ahnung. Du musst es ihm sagen. Okay. Du, ich gehe zurück, ja? Okay. Bis später. Wir sehen uns. Nee. Man muss reden! Er muss es ihm sagen, Leute. Sonst ist alles im Eimer. Guten Morgen, aufstehen, Hallo. Ab in den Versammlungsraum. Ich hab die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Ich meine, der Kuss von Jürgen, das war so... Na, sag nichts Falsches. Pimli darf davon einfach nichts erfahren. Doch, die Leute müssen die Wahrheit wissen. Mann, sondern heute Morgen auch noch so früh aufgeweckt werden. Was soll das? Ich bin schon wieder auf 72 hier. Freunde, aufstehen, ab in den Versammlungsraum. Okay. Hey, Morgen. Kannst du jetzt gerade mal nachgucken, wer meine Eltern sind? Vielleicht ist das Ergebnis schon da. Komm, Georg. Das
safe solche Adeligen auf einmal. Und? Nee, leider noch nicht. Ach, Mann. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet, Leute. Leute, was ist denn hier los? Sollen wir aufstehen? Morgen. Warum so früh? Keine Ahnung. Heute Morgen wurden wir geweckt. Und das ist gut, weil ich sonst immer verschlafe, weil wir nämlich im Versammlungsraum sollen. Ich finde es nur schade, dass man noch nicht weiß, wer meine Eltern sind. Oh, Kenneth, Mann. Okay. Give it up. Okay, Freunde, wo bilden sich hier die Gruppen? Ja, hier sieht man doch was. Ja. Ja. Okay, da ist noch alles cleany-meany. Alright. Gut. Pimli natürlich schaut rüber zu Stanley, was er mal hatte als Freund. Okay. Ich verstehe auch nicht, warum du direkt Nelson, Alter. Nelson, auch super sympathischer Typ, Mann. Ich habe mit ihm kurz geredet bei der Premiere von der dritten Staffel. Und wirklich extrem sympathischer Mensch, Mann. Mit dem kann man sich Stunden unterhalten. Das ist wirklich... Er ist einfach so ein... Er ist, keine Ahnung, Mann. Er ist einfach so ein korrekter, netter Mensch, der sehr viel zu erzählen hat und der immer guten Rat hat. So, wisst ihr, ich meine, so ein Typ ist das. Wie soll ich das... So sehr weise irgendwie, sehr... Ja, ihr wisst, was ich meine. Einen wunderschönen guten Morgen, Jungs und Mädels. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Dieter Kegel. Ihr könnt mich gerne Didi nennen, ganz einfach Didi. Didi. Ich bin Talentcaster von der Show Das Supertalent. Sagt euch das was? Ja. Meine Produktionsfirma hat mich zu euch geschickt, zu eurer Klasse, um rauszufinden, ob es bei euch ein paar Talente gibt. Okay. Wenn es bei euch Talente gibt, habt ihr die Chance, in der Show dabei zu sein, ein Teil davon zu sein. Ah, geil. Ich bin natürlich schon mega neugierig. Ich würde euch bitten, einfach 2- oder 3er-Gruppen zu machen. Und ich würde dann mal vorbeischauen und ihr könnt zeigen, was ihr drauf habt. Und im besten Fall seid ihr ein Teil der Show. Es gibt natürlich einen Haufen Talente, Freunde. Wenn ich da wäre, dann wäre ich natürlich direkt... Der hat gesagt, ey... Der junge Mann da hinten mit dem gut aussehenden, schönen, kleinen Oberlippenbärtchen. Der ist der Gewinner, hätte er gesagt. Hätte er mich gesehen, aber ich war natürlich nicht da. Ja, gut, dann macht euch fertig. Ich komme dann gleich einfach mal schauen. Und ich hoffe, dass wir da gut zusammenarbeiten und hoffentlich ein paar Talente sehen auch. Bis gleich. Also, ich möchte auf jeden Fall singen, weil ich da, glaube ich, richtig viel Talent drin habe. Und ja. Ich werde jetzt Cherry ja. Lady von Capital Bra performen. Oh ja, Kenneth ist sehr, sehr gut, glaube ich. Ist jetzt Playback. Cherry Lady, du bist was Besonderes. Eine Frau fürs Leben oder für eine Nacht. Hey! Genau, nochmal. Hey, würde ich direkt unterschreiben, Leute. Bin ich ehrlich, war nicht schlecht. Vom Anfang. Lass dir die Zeit, Kenneth, die du brauchst. Ja? Ja, also ich finde es nicht so gut, dass sie jetzt einfach eine Castingshow herbestellen. Warum? Ich meine, wenn es um richtige Kultur gehen würde, dann ja, das Theater oder die Oper. Ja. Aber so? Ja, so. Du sag mal, Georg, hast du schon eine Idee, was du für einen Talentwettbewerb machen möchtest? Ich kann höchstens vielleicht ein paar Baumarten aufzählen, da bin ich ja gut drin. Ja, ist auch ein Talent, hey, ist ein Talent. Zum Beispiel den chinesischen Blauglockenbaum oder den Katsura-Baum aus Japan. Der Katsura-Baum ist mein Lieblingsbaum, muss ich sagen. Oder den Tulpenbaum ist auch... Ich glaube nicht, dass das als Talent zählt. Okay. Nein. Schon fies. Also, weißt du denn schon, was du machen möchtest? Du könntest ja als Miss Germany antreten. Georg, komm in meine Arme, Georg. Georg, das ist so süß von dir. Er ist echt ein kleiner Süßling. Also du bist echt das schönste Mädchen, was ich jemals gesehen habe. Och, Georg. Das hat noch keiner zu mir gesagt. Es gibt auch einen Baum, der heißt Taschentuchbaum, weil die Blätter sind sehen so aus wie Taschentücher und ist ganz spannend. Ja. Spannend. Aber Georg ist richtig süß, Mann. Och, Georg. Ist das nicht spannend mit diesem Talentscout?
Ziemlich, ja. Ey, Fernando, wenn du gleich nicht mit der Sprache rausrückst, ne? Dann gibt's aber ein Ding von mir. Ganz ehrlich. Weißt du, ich hab überlegt, ob ich nicht vielleicht was rappen könnte, so. Ey, go for it. Ich mach das manchmal ganz gerne. Ich hab da auch was vorbereitet, aber... Ja, probier's doch einfach. Ich hab das noch nie jemandem gezeigt. Okay, ich bin gespannt, Freunde. Ich bin Musikexperte, ihr kennt mich. Ey, yo. Okay. Kick it. Das ist Drexler. Ah. Ich hab nicht nur Dreck am Stecken. Okay. Den gebe ich ihm schon mal. Mein Name ist Pimli und du findest das scheiße? Doch mein Riesenpimmel ist der Grund, warum ich so heiße. Du denkst, von uns beiden bin ich die Lusche? Wer muss 100 Bitches bangen, um sein Ego hoch zu pushen, hä? Oh. Oh, das ist gegen Stanley. Das ist ein Diss-Track gegen Stanley von damals noch, Alter. Ich seh's doch. Sag noch einmal, ich hätte eine Hemmschwelle und dann kriegst du eine Cockschelle in dein Gesicht. Ha, gay, Wahrheit oder Pflicht? Du nimmst nie die Wahrheit. Oh, da kommt Nathan rein, Freunde, Diddy. Und der sieht es jetzt und denkt sich, den nehmen wir. Denn du kannst ihn nicht ertragen, dabei kann ich dir doch helfen. Also lass dir von mir sagen, deine Coolheit ist genauso vergänglich wie oberflächlich. Doch meine Coolheit, Alter, die ist fucking unendlich. Stanley, ich weiß, du bist ein Fuckboy, doch zum ersten Mal. Also man muss sagen, ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, Gary hat auch Theater- und Musical-Erfahrung so ein bisschen. Also er hat wirklich eine schöne Stimme, also der Schauspieler an sich jetzt. Das war gar nicht schlecht, das ist natürlich von Crow. Sunny, blablabla, ihr wisst, was ich meine, ja. Von Easy halt, eine Parodie, aber echt gut. Ist aber gar nicht schlecht. Also die Gesangsparts sind gut, da kommt seine Stimme zum Vorschein und Nelson schaut nicht ohne Grund zu, ja. Ah, ich weiß, du bist ein Fuckboy, doch zum ersten Mal. Wirklich eine schöne Stimme. Wurdest du von mir gefuckboy? Ah. Echt gut. Echt, das war einfach mega. Ja. Ganz ehrlich, du hast da was in der Stimme, was berührt, eine bestimmte Wärme, also... Ganz ehrlich, du bist ein Rohdiamant. Aus dir könnte man, glaube ich, wirklich was machen. Ich würde mich super freuen, wenn wir uns gleich nochmal sprechen. Klingt mega, wirklich mega. Du hast eine bestimmte Wärme in der Safe. Stimme. Ich glaube, die berührt die Menschen. Safe. Ja, wir sehen uns gleich. Würde mich wirklich freuen, wenn wir uns gleich nochmal sprechen. Sehr gerne. Super, echt klasse. Ich komme gleich, ja. Safe. Es stand einfach die ganze Zeit da. Ich war voll unvorbereitet und mir hat es trotzdem gefallen. Ist das nicht toll? Ja. Das ist es. Was hast du denn? Ey, es ist eklig, das mit anzusehen. Fernando, Alter, jetzt sag die Wahrheit, Alter. Ich kann das nicht länger mit ansehen. Er freut sich voll und Fernando ist so... Nein. Das ist nicht richtig. Ich hab was getan. Ja, sag es. Wenn er jetzt lügt, Alter. Wenn er jetzt lügt. Dann fall ich vom Stuhl. Ich hab Jürgen geküsst. Ja. Schlag ihn! Schlag ihn! Mach was kaputt! Also immer wenn selber ich denke, dass selber es gerade viel besser läuft, dann kommt es doch noch viel schlimmer. Ich ertrage das bald nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Nicht wieder umbringen. Dachte ich einmal, dass... Ah ne, Zeus wollte sich umbringen, oder? Ich weiß es nicht genau. Huch. Fernando anders ist und dass er mich wirklich liebt, aber irgendwie vielleicht... habe ich einfach so eine Ausstrahlung, dass andere Nein. mich Pimli. Automatisch wie Scheiße behandeln. Pimli, es liegt doch nicht an dir. Ach, keine Ahnung. Es liegt nicht an dir. Was machst du da zum Teufel? Naja, der Talentcast ist doch heute da und die anderen haben gesagt, dass meine Cherry Lady Performance nicht so gut sei. Okay, und was hast du Doch, für die ist Bombe gewesen. Hä, wer lügt denn da wieder Kenneth ins Gesicht? Naja, ich könnte zum Beispiel einen richtig guten Handstand machen. Na gut, dann zeig mal. Pass auf. Oh. Hä, damit würde ich besser antreten. Das war noch besser als das Cherry Lady Ding sogar. Das war Käse. Okay, ich könnte meinen Namen rülpsen. Jungs. Na? Gibt's hier schon was zu sehen? Ja, ich habe richtig viele Talente. Sag doch mal. Zum Beispiel könnte ich meine Handy einen Kilometer in die Luft werfen und es dann wieder auffangen. Nee, lass das mal, dann geht's kaputt. Genau, oder das war keine so gute Idee. Hast du nichts von. Nee, ich fang's ja wieder auf. Okay, bereit? Na gut. Ein Kilometer, Leute, ich bin gespannt. Das ist tatsächlich ein Kilometer. Ich hab's nachgemessen gerade. Ist ein Kilometer. Ja, jetzt ist es kaputt. Jetzt mal besser lassen. So. Ist er noch komplett ganz? Ja, das ist doch mit einer Handyhülle von Rhino Shield, da können Handys doch gar nicht kaputt gehen. Die Hülle ist ja ein richtiges Supertalent. Ja. Krass. So richtig schmierig. Die Hülle ist ja ein richtiges
Supertalent, wow. Naja, ich könnte jedenfalls auch noch tanzen. Zeig mal. Na gut. Also da muss man sich dann auch Musik drunter vorstellen. Ja. Okay. Der wird direkt gesigned. Leute, wie oft sollen sie diese Bücher noch zeigen? Was sind das für Bücher? Warum zeigt ihr die immer? Weg damit. Mir fällt einfach irgendwie... Mir fällt nichts ein, was wir bei der Talentshow machen könnten. Ich hab doch... Oh nein, Alter. Wenn er jetzt wieder den Dreier vorschickt, Leute, das wäre 300 IQ. Das wäre wirklich 300 IQ. Auch ehrlich gesagt, ich hab keinen Bock drauf. Ich meine, wenn, dann würde ich eh viel lieber bei German Sex Top Model mitmachen. Was soll ich beim Supertalent? Ja. Ja, da hättest du auch Chancen, glaube ich. Ich kann Sport machen. Ich kann Liegestützen. Ich kann Liegestützen und dann hochschnell und dann klatschen. Das geht. Versuch's mal. Ja, das ist easy. Das ist gar kein Problem. Das kann ich machen eigentlich. Ja, das kann ich auch, glaube ich. Und wenn ich dann unten schnell hochgehe? Ja, das kann ich auch. Das kann ich auch. Oder? Ja, das kann ich machen. Können das normale Menschen auch? Bin ich ein normaler Mensch? Das kann man doch, oder nicht, Leute? Wartet. Ihr werdet davon jetzt, glaube ich, nicht sehen. Aber ich versuch's. Für die Wissenschaft. Don't fuck with me, Alter. Ja, ist jetzt kein Talent, Freund. Das kann jeder. Also, das kann jeder. Vielleicht findet er das cool. Vielleicht komme ich in die Show rein. Jetzt hast du schon mal zwei Leute, die das nicht kennen. Du kannst, du hast mir das mal erzählt. Was denn? Dass du so singen kannst ein bisschen. Ich möchte das eh unbedingt mal sehen. Oh, bitte, nein. Zeig mal was. Oh, das wäre voll toll, bitte. Nein, ich singe nicht vor Leuten. Och, komm schon. Komm schon. Ey, sie kann sogar wirklich singen. Sie hat auf ihrem Instagram-Account ein paar Videos, wo sie ein bisschen singt. Sie kann echt singen. Sie kann echt singen. Ich hol... Wir haben eine Gitarre hier in der Wohnung. Ich hol die. Und dann kannst du mal probieren. Ich singe nicht wirklich. Ich mach das nur für mich zu Hause, alleine. Und nicht vor Leuten. Also, ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Oh, jetzt bin ich mega gespannt. Ich auch mega. Oh nein, jetzt fühlt er sie so vor. Aber erwartet nicht zu viel, okay? Doch, das ist echt gut. Sie kann. Gänsehaut, Digga. But my gravity senders touch my neck and I touch yours. You know his little heart-wasted swords. Oh, she knows what I think about it. What I think about one love to mouth one love. Sorry. War er wieder da? Kein Platz, das war Ehre. Das war richtig schön, also es hat richtig was in mir ausgelöst. Das war, du hast echt eine tolle Stimme, muss ich dir wirklich mal sagen. Ganz, ganz toll. Ich hab's dir gesagt. Wirklich, super. Cheyenne ist einfach so talentiert. Ich meine wirklich, das war einfach mega schön. Ja. Endlich, das war was Positives in der Folge, Leute. Das war was Positives in der Folge. Hey! Hey. So, ich kann gerade nicht anders. Du kennst doch den Jürgen, oder? Fernando hat ihn geküsst. Schwieriges Thema. Ja, aber ich meine, jeder hat Probleme in der Beziehung und. Das Leben geht weiter. Nein, egal, weißt du. Sorry, es fühlt sich einfach so an, als würde alles schlimmer werden. Ich glaube wirklich, egal was passiert. Am Ende des Tunnels wartet immer ein Licht. Ja, das habe ich auch selber, dass ich Probleme habe. Und dann habe ich so ein richtiges Tief. Und dann am nächsten Tag passiert wieder was Tolles. Und dann so ist das Leben. Und dann wird alles so wieder ist das gut. Leben. Dann kommt wieder eine gute Nachricht. Und sorry. Oh nein. Jetzt kommt die nächste schlechte Nachricht. Er muss abhauen. Er ist der Schüler, der das verlassen muss. Ich höre dir sofort wieder zu. Nein! Meine Mom. Okay. Hi, Mami. Oh nein, es wird doppelt schlecht für ihn. Was hat Papa? Was? Was? Leute, Notanruf, hallo. Meint ihr das ernst? Die lassen sich scheiden. Ja. Was machen sie? Ja gut.
Dann mache ich das jetzt. Was ist denn los? Was ist denn los? Hallo? Hallo? Ja, was ist los? Mein Vater hat einen neuen Job. Ich ziehe morgen nach New York. Es wird ja alles schlimmer bei dir. Es wird ja alles immer schlimmer hier. Was? Es wird ja alles immer schlimmer. Oh, nächste Folge will ich gar nicht sehen, Leute. Das ist doch wieder Spoiler-Mäuler. Leute. Erstmal bitte einen Daumen nach oben geben für meine Liegestützeinlage, ja? Danke sehr. Ach man, ich hoffe mit meinem ganzen Herzen, dass das Leben schön wird für Pimli. Dass er in New York, falls er wirklich nach New York fliegt, dass da irgendwas Schönes für ihn passiert. Eine neue Freundin, neuer Freund, sorry, huch. Oder ey, wie er will, neue Freundin, whatever. Go for it. Dass er einfach Glück findet. Das hoffe ich in meinem Herzen, Leute. In meinem Herzen. Bitte, Alter, ey, ich bin fertig nach diesen Liegestützeinlagen, ich mach das nie wieder. Leute, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Krass Klassenfahrt. Ist die nächste Folge das Staffelfinale, Leute. Das war jetzt Folge, nee. Wir haben noch Folge 17 und 18. Okay, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, Leute. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer und ciao.